Nein! Ach du Scheiße! Hallo und willkommen zurück bei den deutschen VR-Gamern. Ich bin DNC und heute zocken wir weiter das Game Contagion VR Outbreak, Freunde. Und ja, diesmal das erste Kapitel. Wir starten jetzt endlich los. Ja, Tutorial haben wir schon gemacht. Schießbude waren wir auch ein bisschen drin. Jetzt wird's aber ernst. Und ich freue mich natürlich wieder. Ich hoffe ihr auch. Und ja, ich würde sagen, bis gleich. Portland, Oregon, 6.27 Uhr. Guten Tag. Your objective. Reach your apartment, man. Okay. Hey, Jeff, need a hand with that? Oh, hey, man. And thanks, but I think I got this. Just gotta... Right on, man. Good luck. By the way, you still owe me 20 from that game last weekend. Ouch! Son of a... Yeah. Du hast mich angefunkt, du Sau. Lucky fool. Yeah, I know. I'll get it next weekend. Oh, wir sind noch ein bisschen klein, wa? So, eine Kopfgröße noch. Okay, jetzt sind wir größer als er. Egal. So, was haben wir hier? Hier blinkt was so schön. Was irgendwo rein? In den Rucksack? Ja, können wir. Okay. Münzchen. So, wir sind erstmal hier in der Garage. Ach, Autos können wir hier einfach öffnen. Aber können wir hier auch irgendwas sammeln? Nee. Okay, wir müssen da hinten, da haben wir schon... falsche Taste. Da haben wir schon das Symbol, dieses Dreieck. Das Gelbe, das zeigt an, wo wir hin müssen. Aber hier ist anscheinend überhaupt nichts in den Autos. Okay. Okay. Obwohl hier Koffer sind. Und ein Müllsack. Entweder ist da Abfall drin oder eine Leiche. Um Gottes Willen. Hier sind auch noch Münzen drin. Okay, ich brauche nicht festhalten. So, der hier ist an. Können wir jetzt hier was reinmachen? Oder? Tatsache. Aber ich muss gerade mein Kabel hier richten. Aber passiert nichts. Okay. Was ist, wenn ich noch mehr? Ui! Jackpot! Ja! Oh mein Gott! Okay. Ich habe eine Greifhilfe an, die aber jetzt nicht geht gerade. Jetzt. Okay, ich probiere mal gleich, ob wir was trinken können. Aber anscheinend nicht. Keine Ahnung. Vielleicht können wir noch irgendwas mitmachen. Keine Ahnung. Ja, weil beim Thema Ducken, habe ich schon gesehen, haben sie schon was gefixt, dass man sich sogar auch ducken kann, ja. Oder beziehungsweise crouchen kann. Aber irgendwie ja bei mir gerade, habe ich es leider noch nicht gefunden. Aber ich denke, das wird dann noch, auch noch. Also vielleicht ist es nur bei mir gerade nicht. Keine Ahnung, was da gerade ist. Aber ducken sollte man sich auf jeden Fall dann auch noch können. Kann ich aber hier gerade leider nicht. So, sind wir durch die Tür hier. Also auf jeden Fall ist auf jeden Fall jetzt alles offenbar ruhig. Alles ist okay. Und wir wollen einfach nur nach Hause. Wir sind auf dem Weg nach Hause. Und wollen einfach nur zu unserem Apartment. Okay, da ist nichts. Warte mal, oh, wir haben schon unser Handy bei. Kann ich irgendwas machen damit? Bip, bip, bip. Nee. Könnte ich mal nichts machen.
So. Da war nix. Hier können wir auch nix. Oh mein Gott. Wir haben kein Spiegelbild. Sind wir überhaupt real? Das ist gruselig. Freunde. Hallo, Sir. Wissen Sie zufällig, wo mein Apartment ist? Ich weiß es nicht mehr. Was haben Sie für Augen? Die sind jetzt schon alle infiziert. Glaube ich. Kein normaler Mensch hat so eine Augen. Okay, wieder nichts, wird die mich gerade verkackeiern. Elevator still out of commission. Great. Life's wave reminding us we need to stay in shape. Scheiße, Fahrstuhl ist kaputt. Kennen wir ja. Du kommst einfach nur von Arbeit. Willst einfach nur dich auf die Couch legen und den Fernseher anmachen, wohnst aber im 12. Stock. Und dann ist der Fahrstuhl kaputt. Ja, Halleluja. So. Ja, warum ist denn hier dauernd nichts? Also es kann jetzt echt nicht wahr sein. Dankeschön, Spiel. Danke. Für deine Großzügigkeit. Meine Hand macht sich dauernd selbstständig, weil mein Mikro ja hier ist. Ich probiere es immer ein bisschen anders zu halten. Ja. Ey, jetzt aber so langsam, ey. Ich raste gleich aus, wenn ich jetzt nicht langsam was kriege hier. Hier, ich mach das Licht aus. Aus Trotz. Hast du Pech gehabt, Spiel? Pff, mach ich halt Licht aus. Selber schuld. Auch wenn es dem Spiel überhaupt gar nicht juckt. Nice. Also es gibt jetzt nicht vom Spiel her hier Probleme. Wegen der Erkennung oder so. Ist einfach nur, wie gesagt, bei mir, weil das Mikro genau da steht. Wenn ich es noch weiter mache, dann hört ihr mich, als wäre ich in der Halle. What the fuck? Sind wir infiziert und sehen jetzt schon komisch... Was machst du da? Was macht der denn da? Was ist denn da los? Alter, der Schäferhund. Er chillt einfach nur da. Kommt er nochmal? Da ist er. Was ist mit dir los, Alter? Ich glaube, der hat irgendwas. Der hat Würmer. 100 Pro. Der hat Würmer. Kann ihn irgendjemand mal behandeln, zum Tierarzt schicken? Ist doch Tierquälerei hier. So, ja. Ich denke mal, da kommen wieder nur Dosen raus. Was wir jetzt gar nicht brauchen. Ich weiß nicht, ob die Dosen überhaupt was bringen. Vielleicht ist das auch so eine Art Heilung. Hallo? Hier ist Polizei. Oder sogar Militär. Und einer liegt schon schwer verletzt da. Hier ist irgendwas passiert. Hallo? Hallo, könnte ich erfahren, was hier passiert ist? Ich bin ein neugieriger Mensch. Können Sie mich reinlassen? Kleinen Moment, ich guck mal. Wir haben da eine Karte hier. Natürlich, ich habe hier recht viel das Ganze raus. Können Sie mich bitte reinlassen? Ich möchte nur ein Video machen. Nur Video und Fotos. Weil Videos auf Facebook, Insta und alles von so einem Halbtoten zu machen, ist viel, viel wichtiger, als ihm zu helfen. Real Talk. Whoa there. You live on this floor? Yes, sir, officer. Unit 308. Everything all right? Small disturbance. But you're gonna have to use your key card. I can't get any non-residents past this point right now. Sure thing, officer. Sure thing, officer. Officer, können Sie mir erklären, warum hier in den Schubladen nichts ist? Können Sie es mir erklären? Können Sie es mir erklären? Ich kann nicht näher ran. Scheiße. So, aber das hier ist unser Stock. Denke ich mal. Open! Juhu! Oh, oh mein Gott. Nein, der Schäferhund, der verfolgt uns. Der Schäferhund, der Würmer hat. Oh Gott. Bitte reib dich nicht an mir.
So, also eher, am Anfang war es witzig, ne? Spiel. So, guck mal, jetzt zeige ich es dir. Zack. Aber in den Schubladen mir hier nichts übrig zu lassen. Oder einfach allgemein dazulassen, ist schon ein Arschmove, ne? Kann nicht wahr sein. Ja, hier, guck mal, Licht aus. Haha. Auch nix. Alter, wollt ihr mich jetzt echt verarschen hier? Kannst du mir mal irgendwas geben? Ich brauche Glücksgefühle in meinem Kopf. Ich muss da irgendwas finden. So, hier können wir auch keine Türen öffnen, oder? Ist ja nicht unser Apartment. Guten Tag! Hey, Erwin! Was geht? Was steht's in der Zeitung? Lenkt dich die Musik nicht ein bisschen ab beim Lesen? Ja, okay, geht er wie er will. Ach, Spiel, war doch nicht nötig. Mensch, so viel, ey. Du musst mir doch nicht so viel geben. So, ich guck nur, ob wir irgendwo rein können noch. Nee, kann man nicht. So, da ist anscheinend unser Apartment. What? The Johnsons are moving out? Oh, they were such nice neighbors too. Toll, unsere Nachbarn, die waren so nett und freundlich und jetzt ziehen die hier aus. Toll. Ist ja Gold wert, so eine tolle Nachbarn zu haben. Am Ende ziehen da irgendwelche Scheißnachbarn rein und dann machen die dir die Hölle heiß, ey, jeden Tag. Und fangen an, da Krieg mit dir zu spielen. Ist immer wie ein Sechser am Lotto. Okay. Unser Apartment, endlich zu Hause. Oh. These business trips aren't getting any easier. Maybe it's time I look for a new job, so I can spend a little less time away from home. Ja, okay, der Job ist ziemlich hart und anstrengend, ist auch denn verständlich. Huh. Looks like Tony came by to fix some things around this place. Hey, Tony, you in here? Tony? Tony! Wo bist du? Ein Becher. Nee, lieber Licht an. Oh, sogar echt ein echtes Foto sogar. Selbst zu Hause haben wir nichts. So eine schwere Zeit haben wir hier. Ja, und unser Job, der war, ist schon so anstrengend, hat er eben schon gesagt. Dass er auch schon überlegt, den Job zu wechseln. Dann hat er auch mal ein bisschen mehr Zeit. Das ist ja verständlich. Dann kommst du hier so spät erst nach Hause, hast du nichts vom Tag. Wir haben wirklich gar nichts zu Hause, wa? Scheiße, ich muss mal ganz kurz, weil ich, wie gesagt, das Ducken nicht habe. Ich geb's langsam fast schon auf. Wir haben hier nichts. Oh, guck mal, regnerisch auch noch draußen. Schön, aber jetzt wenigstens gemütlich zu Hause. Ja, ja, und grafikmäßig muss ich nur mal kurz sagen. Ja, ist jetzt natürlich kein High-End, mega krass Grafik, aber ist für mich persönlich, finde ich, ist okay. Ist okay. Ich komme damit klar, ist alles gut. Also. Nicht mega High-End, wie gesagt, aber. Was? WTF? Was sind das für Geräusche? Dim, dim, dim. Wir können nicht spielen. So, hier kam man nicht rein. Wieder eine Dose. Ein PC? Kann man nichts machen. Okay. Also alles ganz normal. Ach, guck mal, was haben wir hier? Nix. Toll. Ja, geh mal wieder zu hier. Hallo? Kannst du mal aufgehen? Ich krieg das nicht auf. Das Spiel will uns echt verarschen. Der gibt uns gar nichts. Ach hier, hier können wir was suchen. Was ist das? Wir nehmen Viagra?
Mann. Okay, nehmen wir einfach vorsichtshalber mit. Wir wissen ja nicht, was wir noch, wen wir alles noch treffen. Okay. Wir haben Teller. Also sonst jetzt nichts Atemberaubendes. Auch nicht. Ah, da können wir was suchen. Nothing useful. Nichts, gar nichts. Ah, hier. Komm schon, gib mir irgendwas Cooles. Hm, empty. Ich weiß auch nicht, was ich erwarte, was ich jetzt kriege. So. Kann man nicht nehmen. Hier unsere Wäsche erstmal machen. Fertig. Können wir, nee, wir machen unsere Wäsche so, können wir noch tragen. Okay, brauchen wir nicht waschen. Ja. Hier unten auch noch. Wir wollen einfach auch nichts übersehen. Vielleicht am Ende kann man irgendwas mega cooles einsammeln. Ich weiß jetzt auch nicht, was das hier war, was wir eingesammelt haben in Blau. Ach doch, war ja Viagra, stimmt. Eine zerquetschte Dose? Eine Taschenlampe! Nice! Mega nice. Guck mal, jetzt können wir das hier ranmachen. Oh, cool. Nothing useful. Nothing useful! Gut, haben wir alles. Und ja, das Suchen war ja nicht schlecht. Wir haben ja dadurch auch die Taschenlampe gefunden. Wow! Alter! Können wir das eigentlich mal mitnehmen? Ja, können wir. Oha, dann machen wir. Ach nee, warte mal, wir können doch auch hier das rummachen. Zack, dann haben wir es rum. Ja, die Taschenlampe. Weil wir können die anmachen. Und dann auch wieder ranstecken. Und dann können wir so... Oh, und die Lampe geht noch mit. Beim Gucken. Geil. So. Mies wäre noch, wenn man jetzt Batterien braucht immer. Für die. Aber ich mach die erstmal aus. Nein! Da ist er. Ah, so. So. Tony! 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 Oh, unser Handy! Eliza! Hey, hon, I just walked in the door. Where are you? I must have just missed you. You'll have to tell me all about your trip over dinner. Speaking of which, I was on my way to go pick up some Chinese takeout. I hope that's okay. Chinese sounds great. Put me down for some General Tso if it isn't too late, and, can I get some spicy mustard, please? Alright, but I guess that means you're sleeping on the couch. Okay, okay, duck sauce is fine. No mustard gas for dessert, then. You're so nasty. But I love you anyway. I love you too. Oh, hey, did Tony show up to fix the bedroom door? I just tried to open it, and, it's locked. He showed up just as we were leaving. He said he was going to replace the lock, so I assumed he's still around. Maybe he ran back to his office to grab something. Anyways, let me let you go. I just wanted to get your order so I can get back home before the storm hits. Wait, before I let you go, do we have any painkillers around? My head's killing me. They should be in the box, on top of the microwave. Cool. Thanks, babe. I'll see you soon. I love you. Ah, also Pillen. Wir haben Kopfschmerzen. Ah, hier. Hier ist die Mikrowelle. Da sind sie. Nehmen wir uns mit oder wollen wir die jetzt nehmen? Die ist ja Heilung. Und wir haben ja voll.
Wäsche, Wäsche, Wäsche waschen. Was denn jetzt wieder? Frau. Ja, Frau. Hey, hon, what's up? Honey, listen. Listen to me. There's been an accident and... An accident? Are you both okay? We're fine. There's just... We're pulling into the parking lot of the restaurant while the police were trying to subdue this man. And he was biting at them like some kind of animal. Oh my god, they shot him! He's still attacking Honey, them! Honey, listen to me. Just come home. Leave right now and come home. What the hell is happening out there? Sie hat einen Unfall und es fing schon an, es hat wohl hat jemanden gebissen. Wie ein Tier. Ja, dann soll sie jetzt schleunigst hier nach Hause kommen. Warte mal hier. Fernbedienung. Gleich mal Nachrichten gucken, was da los ist. Breaking news. Biotech has once again come under fire after failing to release a statement on what caused the explosion at their facilities. It has been a week since Dr. Miranda Fay, who is heading up their research department, was found dead in her downtown apartment. After accusations were made that Biotech and Fay had been able to circumvent the FDA. Was? Okay, fuck. Es war so, ist so ein Labor anscheinend oder sowas, war? Da gab es eine Explosion. Messages transmitted at the request of the Roanoke State Police Department. Civil authorities have issued a warning for the following counties, Multnomah and Washington. At 3:20 p.m., reports from these counties have issued an outbreak of a highly contagious virus. Some reports claim the outbreak started in the Multnomah and Washington County hospitals. Symptoms of this virus include loss of coordination, confusion, and eventually certain death. Reports have also claimed that those infected have acted out in an extremely violent behavior. Citizens are advised to avoid anyone with these symptoms. At this time, these counties are under quarantine until further notice. As a safety precaution, nearby counties are advising citizens to stay in their homes until the situation is dealt with. Oh, so if you're done. For further details and instructions. Honey, are you downstairs? Listen, I just had the news on and... I can't make it back. They have the road blocked off. What the hell is going on? What? You mean they blocked the entrance to the apartment? Yes. They are redirecting everyone back to the main roads. Said something about a quarantine? A quarantine? Hang on. I'm going to grab my gun from the bedroom and I will be right down. Wait. The bedroom door. It's still locked. Oh, before we left, Tony gave me the new key. I think I put it in one of the pockets of the bag on the couch. I love you both so very much. Da draußen sind schon Schüsse, Alter. Okay, Schlüssel auf der Couch. Hier. Okay, wir können uns eine Waffe haben wir hier im Schlafzimmer. Uns anscheinend immer aufbewahrt. Tony! Tony, it's me! Tony! I don't have to hurt you, but I will! Don't you recognize me? Stay away! Tony! 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 Ich warn dich! Ich warn dich! Ach du Scheiße! Hat er sich eingeschissen? Tony! Tony! Ja! Verdammte Scheiße. Oh fuck, was geht hier ab? Eine Knarre.
15. So, da ist auch nichts. Hier aber, komm schon. Muni oder so noch. Okay, eine Waffe. Den... Wir können sogar mit zwei. Geil. Dann nehmen wir... Packen wir uns die einfach ein. Aber was ist das hier? Ach ja, Viagra. Ach, unser Kind ist bei ihr. Wir haben ein Kind. Okay, dann müssen wir es richtig beeilen. Schlüssel, brauchen wir den noch? Okay, ich hoffe, wir haben jetzt alles. Aber eigentlich ja schon. Ich habe Angst. Ich habe richtig Angst langsam. Oh, scheiße! Ach du Scheiße. Komm her. Komm her. Zwing mich nicht dazu. Zwing mich nicht. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Was war das? Hier ist auch noch Magie im Spiel. Ach du Scheiße, ey. Sind die... Was ist jetzt? Oh, da läuft gerade das Blut. Dieses Blut läuft dauernd. Nein, ich hab die... Allein die Geräusche. Komm schon, komm schon. Munition. Sehr gut. Okay, wir nehmen die Waffe, Freunde. Wir nehmen die Waffe. Was geht hier ab? Ist da einer drin? Scheiße. Alter, die Musik einfach, Leute. Oh, ich hab Angst, dass der hinter uns aufsteht. Können wir nicht mitnehmen. Empty. Nichts. Aber ist nicht schlauer, lieber zu warten, bis viele sind, wegen der Waffe? Und solange nur einer da ist, dann vielleicht erstmal einfach nur mit einer Nahkampfwaffe. Ach nee, hier haben wir schon geguckt gehabt, wa? Okay, scheiße, nee, warte mal, wo ist die Nahkampfwaffe? Hier. Komm. Heilige Scheiße. Nein, das sind mehrere. Verfasst euch. Kleine Ratte. Scheiße. Fahrt zur Hölle. Weggezaubert. Heilige Scheiße. Oh, der ist weg. Die wurde in Pfeil reingejagt. Ach du Scheiße. Mit dem Zielen, ey, da muss ich auch noch ein bisschen mehr üben hier. Nachladen ist echt wirklich, wie ich schon vermutet habe, ist klar. Ey, wenn du da unter Stress bist, nachladen ist schon hart. Du Scheiße.
Was haben die da gehabt? Nein! Ach du Scheiße! Alter, dich habe ich erledigt. Heilige Scheiße. Was ist das hier? Ach so. Die Waffen können ja auch kaputt gehen. Ja, so viel Heilung braucht man nicht. Scheiße. Hier ist auch jemand tot. Hier auch. Der bewegt sich noch. Ich schwöre, der bewegt sich. Seht ihr? Haben wir richtig getippt. Okay. Okay, okay. Hier noch der Raum. Bewegt er sich auch noch? Ich hab richtig Schiss, ne? Okay, er blutet auch richtig ab. Oh, ich erschreck mich dauernd, wenn wir gegen die Wand hauen. Eine Schroti. Warte, sicher ist sicher, ne? Okay. Irgendwelche Meldungen? Nichts. Munition. Okay, das ist nice. Gleich zu Anfang. Okay. Das ist schon eine ganz andere Liga. Eigentlich haben wir hier eine Schrot gefunden. Pfeiler können wir da nicht. Baseballschläger ist hier auch. Ach, da ist eine Armbrust. Aber ich weiß nicht, ob sich Armbrust hier bewährt. Wir müssen so, jeden einzelnen Schuss müssen wir nachladen. Da hinten liegt noch jemand. Irgendwas? Alter! Du hast immer Schiss, dass einer hinter dir ist. Eine Axt? Okay. Nein! Ich kann die doch aufheben noch, oder? Mal gucken. Also auf jeden Fall die Axt. This axe has to work on that door. Ach so, die brauchen wir für die... Hätten wir eh für die Tür gebraucht. Das ist genau das, was ich einmal gemeint habe. Ich bin meistens eher der Spieler, der entdeckt schon die Sachen, die man braucht. Wo ich aber noch gar nicht war, weil ich erstmal immer alles durchsuche. Können wir die irgendwo reinstecken? Nee, war, ist ja nicht Blood and Truth. Ah, seht ihr? Wir können die doch wieder einpacken. Falls wir aus Versehen nachladen. Und dann packen wir das hier raus. Und nehmen die Axt. Nehmen wir gleich so mit. Und unsere Schroti. Ich glaube, ich habe schon die Vermutung, die wird unser bester Freund. Toll.
Oh, fuck. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge sehen wir auch mal unsere Schroti in Action. Und ja, wie wir hier rauskommen werden. Wir haben noch ein Stückchen Weg noch vor uns, um hier rauszukommen. Und ich weiß nicht, was uns noch erwartet. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Lasst gerne ein Like da, wenn euch die Videos gefallen. Und ein Abo dalassen, auch liebend gern. Und die Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und dann sehen wir uns dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich hab Schiss. Let's go.